Da war wohl einer der Spieleentwickler bei Gronkh im Stream, hat das gehört und hat prompt darauf eine Kaffeemaschine ins Spiel implementiert. Also nicht, vielleicht nicht darauf, aber über so mit ein paar Tage Unterschied, so ein, zwei Tage. Ja. Hat die nach ihm benannt und eine Anspielung auf die 17 Stunden mit reingebaut. Ich find's cool. Wieso 17 Stunden? Ja, weil Gronkh 17 Stunden lang das Spiel gestreamt hat, am Stück. Ach so, am Stück? Ja. Oha. Der hat Freitag um 18 Uhr, also frei ab 18, ein ganz normaler Stream, gestartet. Und ich glaube, gegen 21 Uhr haben sie, oder 20 Uhr haben sie angefangen zu spielen und dann 70 Stunden durchgerockt. Okay, cool. Und deswegen hält den Kaffee bis zu 17 Stunden frisch. Ach so. Finde ich cool. Oh, sag mal bei dem zerstörten Portal. Tschüss, Sweetie. Ja. Das Walddorf, das deins? Finger weg. Das ist für alle da, aber Finger weg. Nix okay. kaputt machen, nix töten, gar nichts. Du darfst okay. gerne neue Häuser bauen. Das bei 200 mal 200 ungefähr, ne? Hier ist ein großes zerstörtes Portal mit Lava. Ja, das. Und da hat jemand die Magma-Blöcke geklaut schon. Ja, hab ich. Ach, und ein Kobbelweg. Genau. Also das hier bitte in Ruhe lassen. Hier kannst du gerne, wenn du möchtest, Dorfbewohner züchten. Du darfst da auch mit den Dorfbewohnern spielen. Aber sie bitte am Leben lassen. Du darfst gerne neue Häuser da bauen, wenn du rumexperimentieren möchtest mit Bauen. Nee, dann nehme ich das 500 Blöcke weiter. Na. Alle anderen Dörfer darfst du gerne ausschlachten und schänden, wie du möchtest. Hier ist auch ein Waffenschmied. Ich glaube, wir haben einen Rüstungsschmied nur bei uns hier im Dorf. Okay. Es wird dunkel, Speedy ist vom Server runter, wir können beide schlafen. Ja, ich bin auch gerade. Wüsste nur gerne, was der Speedy gemacht hat. Ach ja, ich muss ja noch was zeigen den Leuten. Ich bin im Bett. Ich muss ja noch was zeigen den Leuten. Ganz vergessen. Okay. Dann mache ich das jetzt mal schnell. Hui. Nee, aber wie gesagt, das finde ich ein cool. Ah, stimmt, das ist der Lederrüstungsschmied. Wir haben zwei, ich glaube, ein oder zwei Lederrüstungsschmiede haben wir in dem Dorf. Wir haben einen Verzauberer sogar. Der hat Mending, Reparatur. Zwei Bücher. Okay. Zweimal verkauft er das Buch. Einmal habe ich so gemacht, ich habe da einen hingespawnt, habe ihn totgeschlagen, wenn er es nicht hatte. Habe hingespawnt, totgeschlagen. Bis ich den dann irgendwann mal hatte. Dann habe ich den hochgeskillt, dann hat er plötzlich ein zweites Mal das Buch gehabt. Ja. Keine Ahnung warum, aber war halt so. Hätte es viel besser gefunden, wenn er Silk Touch gehabt hätte, aber egal. So, und zwar hat die Speedy das hier gebaut. Deswegen bin ich noch ein bisschen im Flugmodus. Und zwar hier einen richtig tollen Pavillon. So richtig hübschi gebaut. Und der ziert auch für den Monat Mai das Thumbnail. Ach so. Und wenn der Buster auch was Hübsches im Monat Mai baut, was ganz Hübsches, dann dürfte das auch im Monat Juni das Thumbnail zieren. Okay. Also habe ich einen Monat Zeit. Naja, eigentlich nur einen halben. Okay. Ja, stimmt. Eigentlich nur einen halben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Weiß. Das Spiel geht noch ein bisschen. Gar nicht unter Druck gesetzt. Das ist gut. Hier stirbt ein Skelett. Das ist immer gut. Weiß bloß nicht wo. Hüpfi, hüpfi. Irgendwo unter mir. Mal gucken, ob wir das hier so durchgehen lassen können. Da. So, jetzt, das hier ist die große Fläche. Genau, das ist denn das hier. Oh oh. Das ist denn wieder eine niedrige Fläche. Oh oh, da ist was Grünes hinter dem Skelett. Das tötet nur dich. Das Grüne hinterm Skelett. Nee, das Grüne tötet das Skelett. Ja, aber ich meine damit, es tötet nicht die Landschaft. Es sprengt keine Häuser kaputt oder andere Besitztümer. Und ich weiß nicht warum, ich bin mir eigentlich sicher, dass es im Monster-Grief an ist. So. Weil ich hab's nicht ausgeschaltet. Okay. Also es müsste eigentlich an sein, sagen wir mal so. Da kann ich eigentlich gerne mal schauen.
könnte ich ja eigentlich gleich mal schauen, ja. Zack, 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 zack. Ich habe übrigens für die Zuschauer die Minecraft-Musik wieder ausgemacht, mit voller Absicht. Weil die eh nur so sporadisch immer kam. Und würde gerne für den Rest des Monats Mai, wenn ich es nicht vergesse, aber habe ja noch eine Woche Zeit, mit anderer Musik arbeiten. Und zwar von einem YouTuber und Streamer, der seine Musik kostenfrei für alle zur Verfügung stellt, die sie gern nutzen wollen. Er verlangt dafür kein Geld, er sagt, du darfst das nutzen, hier, mach einfach, viel Spaß. Und wenn du mich dann noch verlinkst, wäre nett, aber ist auch keine Pflicht. Okay. Deswegen würde ich das gerne tun. Aber ich war jetzt zu faul, eine Spotify-Playlist hinten im Hintergrund laufen zu lassen, weil dann müsste ich nämlich die Lautstärke der Spotify-Playlist direkt mit anpassen. Mhm. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Dann werde ich mir nämlich einfach lieber die Lieder runterladen und die dann später in der, wie sagt man so schön, in der Post-Production einfach als zusätzliche Tonspur mit reinlegen ins Spiel. Kannst du ja machen, wie du willst. Ja, ob das jetzt einfacher ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber egal. Das ist mir egal. Und ich bin ehrlich, so viel Arbeit macht das aktuell gar nicht, das Video bearbeiten. Mhm. Und ich habe ja auch die Zeit dafür. Ich meine, wenn ich tagsüber aufnehme, wenn Zwerg im Kindergarten ist, noch. Mhm. Ich habe es in einer der Folgen nächste Woche, also für dich nächste Woche angesprochen, dass ich aktuell immer auf den Inzidenzwert schiele und mich am Hand des Inzidenzwerts und die Aufnahmen langhangel. Mhm. Ja, weil okay. die Kita macht ja bei dem Inzidenzwert von 5, also an, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert bei 165 und höher liegt, dann macht die Kita bei uns zu. Mhm. Das heißt, ja. Das muss ich immer im Auge behalten. Und das war letzte Woche Montag, war es knapp, da lag er, nee, Dienstag war es knapp, weil da lag er bei 146. Mhm. Ging der Gott sei Dank wieder runter. Aber da muss ich ja trotzdem das im Auge behalten. Du sagst dir, heute ist der erste Tag mit über 165. Mhm. Ich muss aufpassen. Und dann, heute ist direkt der nächste Tag danach. Das ist immer noch über 165. Und da muss ich halt schon überlegen, dann am nächsten Tag kommt Kind nicht in die Kita. Ich kann also nicht mehr aufnehmen. Ja, das wäre nicht schön. Deswegen muss ich das immer im Auge behalten, dass ich so versuche, immer so aufzunehmen, dass ich sagen kann, hey, das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt so für 3 Wochen genug Videomaterial von den Hauptprojekten. Das sind ja aktuell nun mal nur X und Minecraft. Auch wenn Minecraft leicht degradiert wurde. Ja. Naja, muss noch eine Folge auf 15 Minuten. Das könnte man ja so ansehen. War auch ein bisschen viel. Ja, also. dachte ich mir. Ich habe es ja gesehen an den Zuschauerzahlen. Also an der Zuschauerbindung. Ja. Dass aber immer die zweite Folge. Immer die zweite Folge war am Ende des Tages, wenn ich so um 24 Uhr oder so um 23 Uhr reingeschaut habe, war immer die zweite Folge die schwächere von beiden. Ja, wenn du am gleichen Tag auch in den letzten 2 Wochen geschaut hast, da war ich noch nicht zu Hause. Ja. 23 Uhr. Weil ich ja inzwischen Spätschicht habe. Dauerhaft, oder? Bis 23 Uhr 15, ja. Dann bin ich 23.36 Uhr, 35 zu Hause. Aber dauerhaft über Spätschicht oder ja. Wechselt das immer? Ja, wahrscheinlich bis zum halben Jahr lang jetzt. Okay, und dann? Und dann bin ich die Tage meistens so bis 2 oder so noch aufgeblieben und habe nach 2 Stunden Videos geguckt. Okay. Oder halt nebenher noch was gespielt und geguckt. Oder Kommentare. Angehabt. Ja. Auch. Das kann sein, ne? Ja. Ist ja auch mal spät geschrieben. So, machen wir hier mal den Zaun wieder ordentlich. Für die, die sich fragen, ja, die freilaufenden Hühner auf meinem Grundstück ist so gewollt. Das ist eine Spitzhacke, keine Axt.
Das ist nur, dass ich vielleicht keinen Bock habe zu zählen. Baue ich die mal zuerst ab. Ja, hier laufen ein paar Hühner frei rum, da hast du recht. Bei dir ja, das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, das muss dieser weiße Wald sein. Ja, das muss am Wald liegen. Ganz eindeutig ist das der Wald. Da können die sich so gut verstecken und wenn der Wald weg ist, dann sieht man die erst. Genau. Das liegt eindeutig daran. Und wer was anderes behauptet, der lügt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Ganz böse. Ui. Ich bin echt gespannt, wie das Rennen morgen ausgeht. Gibt es irgendwie eine Wettervorhersage oder so? Ich habe keine bekommen. Na dann, ich bin gespannt. Das wäre so geil, ey, wenn Ocon also jetzt nicht in die Top 3 kommt, aber wenn Ocon jetzt glaub, hier so das wäre schon schön. Ja, ja, ja. Schön wäre es, ja, aber wenn hier Ocon jetzt ein Ergebnis abliefert, womit ja niemand rechnet aktuell. Ich meine, es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass der in Q1 und Q2 auf Platz 3 landet. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie weit geht Wasser nochmal? 4, ne? Zum Bewässern? 7. Achso, zum Bewässern? 4. In alle Richtungen. Was hast du mir noch mitgebracht vorhin? Nee, zum Anpflanzen hast du mir kaum was mitgebracht. Nö. Gras wächst ja bei dir auch genug. Das ist ja jetzt nichts, wo du Mangelware hast. Ja, so ein bisschen. Und du warst ja auch gerade in einem Dorf, da hast du ja geplündert wahrscheinlich fleißig. Nee. Hä? Ich hab doch gesagt, das Dorf 500 Blöcke weiter, das hat nur einen Schmied gehabt. Echt? Den mit dem Schleifstein. Das ist ja kacke. Und sonst liefen dort 8 Leute rum ohne Beruf. Die sich gelangweilt haben. Hm. Das ist ja kacke. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommen gleich Viechers. Ja. Der Hobbygärtner. Ach Mist. Ich muss nämlich aufpassen, weil auf meinem Haus können Creeper spawnen. Ach so. Ist natürlich nicht so schön. Nee. Ich lauf noch. Und ich habe es in einer der anderen Folgen gehabt, dass im Haus ein Baby-Zombie war. Ich weiß nicht, woher der herkam. Hm. Ich hatte keine Ahnung, wo der herkam. Ach, Menno. Was denn? Dortmund führt 5:0. Ach, Fußball. Im DFB-Pokal. Wer guckt denn so was? Hab ich nebenher an, auf lautlos. Wer guckt denn so was? Ich weiß, Kommerz und so. Ach, das ist doch scheißegal. Ist doch alles Kommerz. Ob es Formel 1, Fußball, Football, Eishockey oder Curling ist. Curling? Ja, geht doch bei allen Hosen. Ja, gut. Aber nicht so schlimm. Ja. In verschiedensten Abstufungen, aber trotzdem, am Ende geht es nur ums Geld. Ist doch bei ESL genauso. Geht doch auch um Kohle. Ja, siehst du, um Kohle habe ich den Stream noch an. Ja, ich habe gerade 4 Stunden nebenher World of Tanks Stream angehabt. Die haben irgendwie so ein 7 gegen 7 Turnier. Und es gab wieder Twitch Drops. Ach so, was gab's denn? Und bei 4 Stunden gab's dann ein Redbot Style. Ein was? Dieses Autotunen im Rattenstil. Sagt dir das was? Aussieht wie der Also so rostig. Ja, ja, rostig. Ja. Ja. Gibt's einen Style, gab's zu gewinnen und natürlich noch irgendwie ein paar große und kleine große Repair-Kits und ein XP-Booster. So. Nee, ich war echt am überlegen, ob ich mir das Girls und Panzer hole, aber